Ihr Lieben, wir sprechen heute darüber, wie du noch sicherer wirst beim Channeln, beim Heilen und wie du noch klarere Fragen an dein Business stellen kannst. Und das hat ganz viel mit deiner weiblichen Seite zu tun. Wir haben gestern im Energy Call meines Programmes Launch Success for Leaders und auch im Inner Healer, da sitzen meine Leute zusammen in einem Energiecall, haben wir das Thema beleuchtet, wie man als Unternehmer, Unternehmerin noch viel mehr seine weibliche Seite aktiviert, um was zu können. Wer weiß es noch? Wer weiß es noch? Um was zu können? Empfangen und verkaufen. Aha. Und auch noch was anderes. Also wozu brauchen wir die weibliche Seite im Business? Lass es uns mal zusammentragen. Zum Kreieren. Zum Sog aufbauen. Sehr cool. Ihr wisst schon eine Menge. Verbindung, Herzensverbindung aufbauen, um uns von unserer Intuition leiten zu lassen, den Impulsen folgen zu können, überhaupt Impulse zu empfangen. Ich schaue mal die Facebook-Gruppe, was hier los ist. Seid ihr da? Schickt mir bitte ganz viele Herzchen auf Facebook. Kurz finde ich. Schickt mir Herzchen bitte, dass die anderen sehen, dass wir auch unterwegs sind hier. Danke, Annette. Danke, danke, danke. So, läuft. Gut. Genau. Also, wir haben die männliche und wir haben die weibliche Seite. Die männliche Seite ist dafür da, dass wir eine Strategie haben, dass wir linear unterwegs sind, dass wir planen können, dass wir nach vorne gehen, dass wir in Aktion treten und vor allem, dass wir umsetzen. Die männliche Seite ist genauso wichtig wie die weibliche. Aber die eine kann nicht ohne die andere. Der weibliche Anteil in uns ist der, der den Körper braucht, dass der Körper entspannt ist, dass er genießen kann, dass er in einer hohen Vibration ist, dass du Dinge verkörperst, die du in deinem Leben sehen möchtest, die du verwirklichen möchtest. Und dafür sorgt die weibliche Seite. Die weibliche Seite sorgt dafür, dass du Pausen machst, dass du innehältst, dass du dich anbindest an die Natur, um immer wieder Downloads zu empfangen. Dass du diese kreativen Pausen nimmst, um zu schöpfen. Zu schöpfen im Sinne von Ideen zu empfangen, Downloads zu empfangen über dein drittes Auge. Aber auch zu empfangen über die Yoni oder über das Becken bei den Männern. Und das Herz sprechen zu lassen und auf das Herz hören zu können, dass es dir die Impulse mitgibt oder das Herz empfängt die Impulse und das Herz spürt, oh, jetzt zieht es mich dorthin. Und dann brauchst du die männliche Seite, um jetzt nach vorne zu gehen. Macht das Sinn? Kommt ihr mit und schreibt mal eine Eins rein. Macht das Sinn, ne? Macht Sinn. Okay, cool. Wir haben jetzt gerade das Zeitalter der Frauen begonnen. Und besonders jetzt im Jahr des Drachen nach dem chinesischen Horoskop. Alles, was bisher männlich geprägt war, nämlich ganz viel im Marketing zu produzieren, zum Beispiel, viele Reels zu machen, viele Posts zu schreiben, viel bringt viel, das ist vorbei. Das fleißige Lieschen in dir wird sich freuen, dass es jetzt mal eine Pause machen darf. Stattdessen, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, ist es wichtig, dass du tiefe, dass du tief tauchst, dass du dich jeden Tag mehrmals, und das ist weiblich, verbindest mit der Natur und lauschst. Was braucht es jetzt? Was braucht es heute, dass meine Zuschauer, meine Leser von mir empfangen können?
Das ist die wichtigste Frage. Schreib dir die auf. Schreib dir die auf. Okay. Schreib dir die auf. Die Frage, was können Sie heute von mir empfangen, das Sie noch nie gehört haben? Was können Sie heute von mir lesen, das Sie bewegt und nicht nur im Herzen berührt, sondern dass Sie wirklich in Bewegung kommen? Was wir jetzt hier brauchen in dieser Zeit ist sind echte Bewegungen, Movements. Bewegung, nicht nur eine Community, wo du Eididei deine Themen teilst und oh, wir haben uns immer alle lieb, sondern jetzt geht's los, Leute. Wir brauchen Leader, die vorangehen und die eine Bewegung starten. Und dafür braucht es einmal die Intuition der Frau, aber das männliche Voranschreiten. So, was hat das jetzt wieder mit dem Channeln zu tun und mit dem Feldlesen? Wer von euch nutzt das Feldlesen schon tagtäglich in seinem Business? Der schreibt eine Eins rein, bitte. So wenige? Im Feldlesen heißt Channel, ne? Du nutzt das morphische Feld, die Akasha-Chronik, du stellst Fragen und du bekommst Antworten. Das ist Lesen. Auch lesen. Hier schauen 56 Leute zu und 4 Leute haben geantwortet. Das ist echt spannend. Das ist echt spannend. Gut, aber gut. Ich halte auch gerne einfach einen Vortrag und teach euch nicht. Kann ich auch mal. Was meine ich mit Channeln fürs Business nutzen? Dein Business ist ein Wesen. Ja, das hat eine Energie, das hat ein Wesen und das möchte wie ein Tamagotchi gefüttert werden, gehegt werden, gepflegt werden und das ist getrennt von dir zu sehen. Wem ist das klar, dass dein Business nicht du bist? Das Business ist getrennt von dir zu sehen. Wir haben ein Business. Ich habe sogar zwei und ich gründe gerade das dritte Business. Ja, ich hab drei Unternehmen. Stellt euch mal vor, ich würde immer nur von mir ausgehen, dass ich mein Business bin, dann würde ich alles auf mich selber beziehen. Wir sind Unternehmer und wir unternehmen ein Geschäft. Okay? So. Und wenn du dein Unternehmen wachsen lassen möchtest, ist das so, dass du dich kümmerst um das Unternehmen wie eine Mutter, die sich um ihr Kind kümmert, das wachsen möchte. Oder wie ein Bauer, der sein Feld bestellt, der darf sein Feld erst umackern, den Boden aufbereiten, ihm Dünger geben, die Samen setzen, gießen, Unkraut jäten, düngen, bis die Pflänzchen wachsen. Und die dann auch immer wieder anschauen, was brauchen sie jetzt, was kann ich der Pflanze hinzufügen oder auch was kann ich ihr wegnehmen. Pichos zum Beispiel ist Ungeziefer, Unkraut wegnehmen. Was kann man dem Ganzen wegnehmen oder hinzufügen, damit es sich gesund wächst, gesund weiter bewegt, dass es wächst in diese Richtung, wie du es gerne haben möchtest. Und selbst der Bauer folgt kosmischen Gesetzen. Stimmt's? Welche kosmischen Gesetze kennt ihr, die der Bauer nutzt, um sein Feld zu bestellen, das er irgendwann erntet? Mondphasen, Regenphasen, die Jahreszeiten. Genau. Ursache und Wirkung. Er weiß, wenn ich dünge, wird sich die Bodenqualität verbessern. Wenn ich jetzt auch was Biologisches gegen das Ungeziefer mache, zum Beispiel ein anderes Tier, Wespen zum Beispiel, die fressen bestimmte Larven von, na, wie heißen sie?
Ich hänge heute. In Spanisch weiß ich, Cipichos. Die. Zack. Wie heißen die Biester? Läuse. Genau. Wespen fressen Blattläuse zum Beispiel. Wenn er die Wespen züchtet und daneben einen Kasten hat, wo die Wespen drin wachsen können, oder einen Baum, ne, wo sie ihr Nest bauen können, dann sorgt er dafür, dass durch Permakultur sein Feld besser bestellt ist und seine Pflanzen besser wachsen. So. Wenn du ein Business führst, empfehle ich dir, immer wieder Fragen ans Business zu stellen und das täglich. Einmal, was kann ich hinzufügen, was kann ich weglassen? Business, was brauchst du heute, um mir beizutragen? Zum Beispiel. Also, wie kannst du mir heute beitragen, ein Beitrag sein, um Punkt, 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 vielleicht etwas zu erreichen? Oder Business, zeig mir, woher heute der Umsatz kommt. Und diese Fragen zu stellen, ist zum Beispiel eine Art des Feldlesens. Denn sobald du die Frage stellst, eröffnest du einen energetischen Raum. Du machst einen Raum auf, in dem sich eine Energie zeigen kann, weil du deine Aufmerksamkeit dorthin lenkst. Du musst jetzt nicht darauf warten, dass die Antwort sofort kommt. Musst du nicht. Die kann aber sofort kommen. Bei mir kommt die oft blitzschnell, weil ich darauf trainiert bin, weil ich jeden Tag mit diesen Fragen arbeite. Und du kannst die Frage auch loslassen und dann kommt die Antwort erst in ein paar Stunden, in ein paar Tagen. Aber sie kommt, wenn du es ernst nimmst und wenn du im Weiblichen empfangen bleibst. Was passiert, wenn du eine starke Erwartung hast auf die Antwort? Was glaubt ihr? Zu viel Spannung, zu viel Ladung. Da ist Ladung. Wir sprechen ja über Energie, ne? Es ist zu viel Ladung drauf, weil du willst jetzt unbedingt eine Lösung. Es blockiert, es macht deinen Kanal zu. Immer wenn ihr erwartet und euch Druck macht, oh, ich will jetzt wissen, was ich machen soll. Ich möchte jetzt diese Entscheidung treffen. Ich will jetzt wissen, was mein nächster Schritt ist. Was ist nur, fuck, was ist meine Berufung? Kennt ihr das? Immer wenn ihr so stark dran zieht, hat das Universum keine Lust zu liefern. Und das ist männlich. Dieses Ich will jetzt aber. Das kommt aus dem Ego und aber auch aus dem Logos, weil der Verstand wieder Sicherheit will. Der will einen Plan. Der möchte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben und wissen, wie es geht. Das Wie aber überlässt du dem Universum. Überlass das wie geliefert wird, dem Universum. Das Universum ist darin viel besser als du. War das neu für euch? Eins oder zwei? Zwei heißt nein, eins heißt ja. War das neu für euch? Nicht neu. Gut. So. Interessant. Habt ihr eine Frage dazu? Muss man in die Facebook-Gruppe gucken? Daran denken, genau, daran denken ist wichtig. Wenn du morgens aus dem Bett springst, was denkst du als erstes? Ich bin dankbar, das ist schön. Sobald du dankbar bist, bist du im Empfangen.
Danke, dass ich gesund aufstehen darf. Ich freue mich auf den Tag. Ich stelle eine gute Frage. Frauke, super. Normalerweise bin ich guter Laune. Aber was denkst du? Was wäre ein toller Tag? Was wird er mir Gutes bringen? Wenn ihr morgens euch hingebt an das, was durch euch durchkommen möchte, schreibt ihr die besten Texte. Wisst ihr das? Also mir geht es so, wenn ich noch nah an meiner Tiefschlafphase bin und mich noch nicht ablenken lassen vom Verstand, von außen, was ich heute alles machen darf. Ich wach morgens auf und das Erste, was ich so gut wie immer habe, sind meine Ideen. Ich gehe auch abends oft ins Bett und frage mich oder stelle eine Frage, wozu ich noch keine Antwort habe und gehe damit in den Schlaf und lasse mir in der Nacht von meinen beitragenden Wesenheiten beitragen. Ich lade meine Kumpels, mein kosmisches Team ein, dass mir die über Nacht bitte eine Lösung liefern mögen für ein Thema. Dann wache ich morgens auf und meistens habe ich dann die Antwort. Cool oder cool? Ist das sexy? Könnt ihr mal ausprobieren. Das ist richtig cool. Und was glaubt ihr, wie lustvoll man dann aufsteht, wenn man schon für etwas eine Idee hat? Das ist richtig cool. Und was ich dann mache, ist, ich schreibe es auf. Ich schreibe es in meine Wortpraxis. Ich schreibe es auch in mein Ideenbuch rein. Oder ich schreibe sogar sofort eine Nachricht an mein Team, dass sie das bitte aufnehmen, den Ball aufnehmen und delegiere das schon, wenn ich für etwas eine Idee habe. Und wovon ich absolut die Finger lasse, merkt euch das, ist das Ding sofort in die Hand zu nehmen. Sobald du dich mit dem Smartphone morgens beschäftigst und guckst, na, mal gucken, wer heute geschrieben hat, mal gucken, was gerade auf Instagram geht, bist du im Außen und nicht mehr bei dir. Dann bist du nicht mehr bei dir. Und das Teil, Leute, ich sag nur 5G. Wenn du sehr viel am Handy rumdaddelst und morgens schon hier drauf schaust, dir zieht es jetzt schon die Energie weg, wenn du die 5G-Strahlung über das Handy aufnimmst. Ist euch das klar? Manche schlafen sogar mit dem Ding auf dem Nachttisch. Ich gucke ja keinen an. Manchmal passiert mir das auch. Und vor allem auch am Abend. Nehmt das Ding nicht mit ans Bett und eine Stunde, bevor ihr schlafen geht, schaut ihr bitte nicht mehr auf das Display und auch nicht auf einem Bildschirm. Kein Fernsehen, kein Laptop, kein Smartphone. Dann seid ihr besser angebunden und vor allen Dingen könnt ihr viel besser abschalten, auch wegen dem Melatonin. Und WLAN, Wifi aus. Wifi ausschalten in der Nacht. Am besten auch tagsüber nur über LAN. Nur über LAN. Warum? Weil diese Strahlung euch hindert am Empfangen. Es stresst, es macht den Körper müde, weil er mit den Wellen von 5G umgehen muss. Wer von euch hat das Gefühl, dass er im letzten halben Jahr viel erschöpfter ist als sonst, als er es früher war? Kann daran liegen. Genau. Wie könnt ihr Der Jürgen hat eine Frage gestellt zur Akasha. Möchtet ihr wissen, was ich von Akasha, morphischem Feldlesen halte und zum Channeln allgemein? Was da so die Unterschiede sind, weil einige verwirren auch diese ganzen Begrifflichkeiten. Für mich ist dieses ganze Tohuwabohu um die Akasha-Chronik herum eine riesen kommerzielle Nummer. Im Feldlesen, Akasha-Chronik lesen, morphisches Feldlesen,
Und Channeln ist für mich alles das Gleiche. Mir ist das völlig wurscht, wo jetzt diese Information herkommt, ob die aus der Akasha, aus einem Buch, ob das aus einem Buch, aus dem Palmblatt ist oder aus dem kollektiven Bewusstsein oder ein morphisches Feld ist. Ein morphisches Feld ist das Feld um ein Thema herum, ein morphogenetisches Feld, wo alles gespeichert ist zu einem bestimmten Thema. In der Akasha steht alles geschrieben, was einmal gedacht, gesagt und getan wurde. Das ist die herkömmliche Definition. Jetzt könnt ihr doch mal überprüfen von euch, wie oft habt ihr euch gedacht, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass das passiert. Ich hatte doch neulich schon diese Eingebung. Hätte ich doch meinem ersten Impuls mal vertraut. Wer von euch hat das ganz oft? Hätte ich doch mal auf mein Gefühl vertraut, was ich neulich erst dachte. Jetzt habe ich die Quittung. Oder hätte ich es doch gemacht? Wo kommt diese Information wohl her? Aus dem Feld. Aus dem universellen Feld, wo alles gespeichert ist, was jemand schon mal gedacht, getan, gesagt hat. Okay? Und du kannst das nennen, wie du willst. Ich bekomme zielsicher Informationen und ich mache mir gar nicht die Gedanken, wo die herkommen, weil es keine Relevanz hat für mich. Und ich wurde neulich auch mal von einem Kollegen gefragt, der eine große Nummer ist im Online-Business, wie ich mich denn schützen würde vor Fremdenergien, wenn ich channel. Und ich sage, warum? Für mich, ich mach die Fremdenergien, schwarzmagische Energien und das ganze Zeug überhaupt nicht signifikant, dass ich sage, so, ich hätte jetzt gerne nur die Informationen, die aus einem reinen, aus einem gesunden, aus einem weißen Feld kommen. Dann würde ich mich selber veräppeln, weil die dunkle Seite gehört zum Leben immer mit dazu. Ich empfange, was ich empfange. Ich empfange, was ich empfange und ich verlasse mich hier auf meine Sensorik, auf meine feinstoffliche Wahrnehmung, dass ich spüre, was mir gut tut und was nicht. Und wenn du aufhörst, dich schützen zu wollen, wirst du viel weniger von den Kandidaten, die es tatsächlich gibt. Also es gibt fremde Energien, die verhindern wollen, dass gewisse Informationen zu dir durchdringen oder dass du zur Tat schreitest, dass du deine Kunde rausbringst, dass du dich sichtbar machst. Ja, die gibt es. Aber wenn du dich größer machst und dich ausdehnst über sie hinaus, und das machst du nicht, wenn du sagst, ich muss mich schützen, weil damit machst du sie ja größer als dich. Wenn du dich also größer machst als sie und sagst, ja, das gibt's, ist spannend, okay. Ist gerade mal wieder eine Wesenheit da, die mir vielleicht ans Leder will und schnips sich weg mit einem Schnips laut. So ein Schnipsen nimmt dir hier eine fremde Energie aus deiner Aura, sie ist weg und du hast wieder freie Bahn. Oh, aber dann gibt es Menschen, die machen Geld damit, dass man sich ja Schutzmechanismen und eine Meditation aufbauen muss und eine Mehrkörper aufbauen muss, ein Riesending mit Dreifachsicherung und tralala. Das ist alles nur Geldmacherei. Oder sie schwingen immer noch sehr niedrig und sind sehr von Angst, von Trauer, von Enttäuschung, von Missgunst, von Neid behaftet und setzen es auch wiederum ein, um andere Menschen zu manipulieren. Wie klingt das für euch? Könnt ihr damit leben, dass es viel leichter geht? Und wenn ich am Freitag und am Samstag euch einführe in meine Art des Channels und in meine Art des Feldlesens, Leute, das wird ein Spaß, ich sag's euch, das ist reine Zauberei. Ohne großen Hokuspokus und Einweihung und Räuchern hier und da und hui,
Und dann wird auch meine Stimme nicht irgendwie anders werden, nur weil ich euch jetzt gerade etwas beibringe, wie man aus der Glaskugel liest, sondern das wird ganz pragmatisch passieren und ihr werdet merken, dass ihr das alle könnt und dass ihr es durch die Art und Weise, wie ich es vermittle, euch viel mehr zutraut. Weil das ist nämlich die Kunst. Wirklich, das ist die Kunst. Beim Channeln kann jeder. Jedes Kind empfängt Informationen, babbelt. Guck mal, ich habe da gerade eine Wesenheit gesehen. Nur wir Erwachsenen reden es ihm aus, dass es das wirklich gibt und dass diese Wesenheit gerade zu ihm gesprochen hat. Und man Channeln heißt, du übersetzt es, du kriegst die Botschaft von einem Wesen und sprichst es aus, oder? Und das ist so selbstverständlich. Wir haben das nur verlernt. Und was wir im Workshop machen, ist, dass wir das wieder freilegen. Wir legen alles frei, was dir in die Quere gekommen ist, dass du deinen Kanal frei hast, also dass du wirklich empfangen kannst. Ich zeige euch, wie ihr euch mehr vertraut. Wir werden Übungen machen, dass ihr sofort seht, wie was ihr könnt, also wo euer Potenzial ist und vor allem auch, wer mit euch kreieren möchte von fremden Galaxien. Also wir haben jede Menge Kumpels da, die nicht auf diesem Planeten leben, die euch beitragen möchten. Das wird cool, das wird richtig abgefahren. Oh, ich kriege schon Gänsehaut, weil ich spüre sie gerade schon wieder. Die sind schon gerade mit im Raum und freuen sich wie Bolle, dass sie hier mitwirken können. Ich fühle mich da tatsächlich noch etwas blockiert. Genau. Und all diese, wenn ihr noch irgendwo Blockaden habt, und Blockaden sind selbst kreierte Gedankenmuster im Übrigen, ne? Die sind nicht fremd gemacht, sondern wenn, dann steht ihr euch selber im Wege durch Konstrukte hier oben, Konstrukte, die menschengemacht sind, eben auch aus dem kollektiven Bewusstsein, aus dem kollektiven Feld, was andere denken. Ihr schnappt das auf, macht es zu eurer Wahrheit. Und das putzen wir raus. Es gibt Gelübde, Schwüre, Eide, Verträge und Verpflichtungen, die wir haben aus früheren Leben, dass wir gewisse Sachen nicht empfangen können. Das werden wir auch bereinigen, dass euer Kanal frei ist. Und wisst ihr, was das Abgefahrenste ist? Nach diesem Workshop wird es für euch so selbstverständlich sein, dass ihr Wahlen trefft, dass ihr Fragen stellt, ihr habt keine Angst mehr, dass diese Fragen nicht die richtigen sein könnten. Ihr seid viel selbstsicherer anderen Menschen gegenüber, weil ihr in diesen Menschen lesen könnt, was sie euch sagen wollen, ob sie gut, ob sie euch wohlgesonnen sind, ob sie ein Beitrag für euer Leben sind. Und dann verschwinden die Zweifel. Und Monja, wie können denn die Zweifel am besten weggehen? Was kannst du dagegen tun? Auch das wirkt genauso, wenn ihr die Aufzeichnung anschaut. Die Energie ist die gleiche, Birgit. Die ist die gleiche. Durchs Tun und Vertrauen, richtig. Also durchs tägliche Üben. Ich habe jetzt in meiner Numerologie, die habe ich am Montag empfangen von einer Spezialistin, die auch in Numerologie ausbildet. Die hat mir zurückgemeldet, dass ich erst ab 40, ich bin jetzt 51, ab 40 war mein Kanal überhaupt erst offen für das Energetische. Überlegt mal, ich bin 40 Jahre lang konditioniert durch die Gegend gerannt, ohne die Möglichkeit zu haben, zu empfangen über das dritte Auge. Aber seit ich diese Gabe aktiviert habe, und das hat mit dem 40. Lebensjahr begonnen, nutze ich das so immens stark. Also es hat im Chiemgau schon angefangen und dann mit der Auswanderung hierher vor 7 Jahren, ganz, ganz stark, vor 7,5 Jahren, um ehrlich zu sein. Und seitdem rennt mein Geschäft. Und ich wurde gesund. Ich habe die Informationen bekommen, wie ich gesund wurde. Und diesen Inkarnation hat dazu gehört, dass ich erstmal einen Leidensweg durchmache, um mich jetzt als Gestalter meines Lebens zu fühlen
und dieses energetische, das Channeln, das Feldlesen zu nutzen, so wie das Zähneputzen, so wie den Tee aufbrühen, so wie mit euch zu sprechen. Das ist total normal für mich. Und ich möchte die Einladung für euch sein, dass dieses, Impuls, ich kriege den Impuls, ich sollte das machen, dass du total vertraust auf diesen Impuls. Du kriegst den Impuls und weißt, das mache ich jetzt. Das war bei mir nicht immer so, Leute. Ihr denkt immer, dass ich schon mutig und tapfer auf die Welt gekommen bin. Ja, gut, ich habe eine Anlage, dass ich sehr tatkräftig bin, Umsetzerin bin, Fokus halten kann. Das sagt auch mein Geburtsdatum. Ein MG, manifestierender Generator 6-2. So. Aber dieses Feine, dieses Empfängliche und vor allen Dingen, ich wurde, ihr müsst mal die Fotos anschauen von mir, als ich 40 war. Ich war total burschikos, ganz kurze Haare, wie so eine Amazone. So. Ich musste mir alles erkämpfen, habe ich gedacht, und erarbeiten, hart erarbeiten vor allem. Aber seit der Kanal offen ist, empfange ich viel mehr über die weibliche Seite, bin deshalb auch weicher. Ich bin viel mehr im sensitiven Bereich unterwegs, sehr, habe meine sinnlichen Fähigkeiten, auch meine weiblichen Seiten viel mehr anerkannt und dadurch, nicht durchs harte Arbeiten, sondern durch dieses effiziente, sinnvolle Kraft- und Energieeinsetzen nach meinem Impuls ist mein Business so erfolgreich. Und ich gesund. Goldmoment. Durch diese weibliche Führung. Okay, die weibliche Führung ist viel wichtiger. Und jetzt kommt die Zeit der Frauen und der weiblichen Seite auch bei den Männern, dass sie das immer mehr für sich entdecken und bedeutsamer machen als das harte Arbeiten. Gisela, das Irre ist, und das ist ein Riesengeschenk, oder? Ich habe mit 39, war ich da 39? Ja, mit 39 einen Burnout gehabt und mein Körper ist zusammengeklappt. Ich habe nichts mehr gefühlt, ich habe nichts mehr gespürt. Das war schlimmer als Schmerzen, weil ich innerlich tot war, ausgebrannt, schwarzes Loch. Mit 39,5. Ich weiß noch, dass ich meinen Partner damals gefragt habe, kriegen wir jetzt ein Baby oder mache ich mich selbstständig? Ich kann nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage wäre, jetzt Mutter zu werden. Was ich aber ganz deutlich spüre, ist, dass ich mich selbstständig machen muss, weil so kann ich nicht mehr weitermachen. Und das war noch im Chiemgau. Ich habe in Bad Endorf gelebt, am Chiemsee. Zwischen Chiemsee und Simsee. Und in der Zeit habe ich, als ich dann ganz still wurde für mich und mich mal rausgenommen habe, ein halbes Jahr, ich war ganz viel im Wald, spazieren, malen, Qigong machen, Yoga machen, wandern, mich anbinden, da habe ich gemerkt, oh, es gibt noch was anderes. Es gibt noch was anderes als dieses ständige Arbeiten. Und ich wurde damals aktiviert durch die Natur. Wirklich durch die Natur. Und ich hatte 3 Jahre später nochmal so einen Moment. Lass mich mal überlegen, 2011, 2014, 15. Ich glaube 2015. Bin ich verlassen worden von einem anderen Mann, also mit dem Partner war ich gar nicht zusammen, nicht mehr zusammen. Also wir haben uns auch getrennt, das hat auch noch dazu geführt, dass in mir einiges aktiviert wurde, immer durch irgendwelche Einbrüche in meinem Leben. Und dann war ich sehr verliebt und der Mann hatte mich verlassen nach einem halben Jahr und ist wieder zu seiner Partnerin zurückgegangen. Ich habe gedacht, meine Welt bricht zusammen. Und dann kam in mir so eine Energie hoch, ich muss jetzt radikal was anders machen, weil ich bin in meiner Selbstständigkeit schon wieder in so einem Hamsterrad drin.
Er sollte auch mit mir zusammenarbeiten. Nicht von einem Tag auf den anderen stand ich ohne Mediengestalter, ohne Videograf, Fotograf da, der mit mir zusammengearbeitet hat für Kunden. Und habe mich berappelt innerhalb von 2 Tagen und habe gesagt, so, und jetzt mache ich Online-Business. Kein Witz. Da habe ich mich entschieden, Online-Business zu machen, habe Mara Sticks gesehen. Oh, was die kann, aus Florida, aus so einem Korbsessel heraus am Meer, über Unternehmertum zu sprechen. Wenn die das kann, dann bin ich nächstes Jahr auf Teneriffa und mache das genauso wie sie und noch besser. In dem Moment habe ich gewählt, bin nach La Palma ein Jahr später in Urlaub geflogen. Auch der Impuls kam. Und hier auf der Insel, am ersten Urlaubstag auf der Insel, wurde ich aktiviert für meinen energetischen Kanal. Und das war der Tag, an dem ich entschieden habe, auszuwandern. Das öffnet sich, Dana, genau. Wenn es dran ist, öffnet sich das von alleine. Krass, oder? Und überlegt mal, ich war Betriebswirtschaftlerin. Okay, ich habe eine kunsttherapeutische Ausbildung. Da arbeitet man auch mit Symbolen von nach Jung und Freud, mit Mandalas. Man bekommt immer wieder Spiralen, zum Beispiel als Weiblichkeitssymbol. Das habe ich immer gemalt, aber ich konnte damit gar nichts anfangen. Auf ganz vielen verschiedenen kunsttherapeutischen Bildern, die ich selber für mich gemalt habe in der Eigentherapie, habe ich Spiralen gemalt und Portale. Die konnte ich nur gar nicht deuten, weil ich den Zugang gar nicht hatte. Und wenn ich mir die heute anschaue, denke ich mir, meine Güte, ich habe mir meinen Weg schon gemalt. Und wisst ihr, wie damals mein Slogan hieß, als ich mich selbstständig gemacht habe? Male deinen Weg. Niemand schaltet den Kanal frei, der wird aktiviert. Wenn du am richtigen Ort bist und wenn du offen und bereit bist für Veränderung. Und was wir im Retreat machen, im Energize Your Being Retreat, offensichtlich ist das meine Aufgabe, ist eben genau das zu aktivieren, dass der Kanal aufgeht. Wir machen das aktiv, wenn jemand den Wunsch hat, dass er mehr seine energetischen Fähigkeiten nutzen möchte, wenn er die hell sehen, hell fühlen, hell spüren, hell riechen, hell wissen möchte und möchte das mehr für sein Business nutzen, führe ich ihn an diese Orte, wo das passieren kann. Und da, wo die Energie sehr, sehr stark ist, und auf einer Vulkaninsel bist du sehr stark mit dem Erdinneren verbunden, hast aber auch den Zugang zum Kosmos, vor allem auch hier auf den Kanaren, weil ich bin der felsenfesten Meinung, dass Plejade, außerirdische Wesen von den Plejaden, auf La Palma inkarniert waren. Das waren die Ureinwohner von La Palma, dass die die Aufgabe haben, von hier aus auf der Erde auszuströmen, um den Menschen wieder den Zugang zum Herzen zu geben, sie dabei zu unterstützen, das Herz zu heilen. Deshalb ist die La Palma auch die Herzinsel. Schaut euch mal die Form von La Palma an. Schaut aus wie ein organisches Herz oder wie eine Avocado. Und es ist am Anfang sehr verwirrend. Absolut. Absolut. Als ich plötzlich träumen konnte und Visionen bekommen habe oder auch Visionen von der Zukunft, was meine Aufgabe ist, Durchsagen bekommen habe von aufgestiegenen Meistern, konnte ich erstmal gar nicht damit umgehen. Manche Menschen werden aktiviert durch Unfälle, durch Nahtoderfahrungen, begegnen Wesenheiten, die ihnen im Tunnel, im Lichtkanal begegnen, die sie dann wieder zurückschicken, dass sie weiterleben, weil sie hier eine Aufgabe noch zu erfüllen haben. Manche Menschen werden, da geht die Seele oder das Wesen aus ihrem Körper und ein anderes Wesen kommt in den Körper rein, um dann diese Aufgabe zu erfüllen. Ist auch sehr spannend.
Also durch Schläge auf den Kopf, durch Koma, durch Ohnmacht wird sowas auch aktiviert. Iris schreibt, so ging es mir auf La Gomera, ähnliche Energie. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir gerufen werden an bestimmte Orte. Ich habe hier auf der Insel auch Menschen um mich herum, die kenne ich aus früheren Leben. Menschen, die zu uns ins Retreat kommen, kenne ich aus früheren Leben. Das ist so vertraut. Oder Monja, wie ging es euch denn, die auf der Insel waren? Das war unglaublich stark, die Bindung, die wir sofort zueinander hatten, der Flow, das gemeinsame Kreieren. Das ging so leicht von der Hand. Und wenn wir nachgefragt haben, wussten wir, dass die Gruppe sich auch aus gewissen verschiedenen Inkarnationen und Zeiten kannten und sich hier wieder vereinen, um gemeinsam für den Wandel der Menschheit zu kreieren. Wir sind verabredet. Was macht das mit euch, wenn ihr das hört? Man kommt zu Hause erst nicht mehr klar. Wir sind wie Verliebte in der Gruppe. Ja, wirklich. Wirklich. Jetzt hast du Gänsehaut, Dana, ne? Jetzt wird's spannend. Dana kommt nämlich im April auf die Insel. Marion. Ja. Und auch einige, die im Inner Healer sind, entschließen sich dann auf die Insel zu kommen, was ich total schön finde, weil sie merken, dass sie so einen starken Sog hat. La Palma hat eine Verbindung zu Lemurien, zu atlantischen Energien. Wir haben hier ganz viele Wesenheiten, Drachen, Einhörner, Kobolde, Trolle, liebevolle Erdwesen, Erdgeister. Und wenn ihr das spürt, Denia heißt das, oder? Denia. In Spanien ist auch ein starker Kraftort, Karin. Ganz, ganz starker Kraftort. Diese Wesenheiten, die warten regelrecht drauf, dass wir mit ihnen kreieren. Und auch die laden wir am Freitag und am Samstag ein. Wir machen Übungen, wie man spürt, ob ein Wesen im Raum ist. Wir machen Übungen, wie du an Wesenheiten Fragen stellen kannst, wie du zu schon Verstorbenen Kontakt aufnehmen kannst. Wir üben, wie du mit aufgestiegenen Meistern arbeiten kannst oder mit verstorbenen Zwillingen, die dir bei der Kreation helfen können. Wie man malt, also wie man Eingebungen nutzt, die man bekommt und die für Kreativität nutzen kann, für Schreiben, für Buchschreiben, für Copywriting, für deine Sogtexte, wir üben, wie man Programme channeln kann. Und ich habe immer Wesenheiten, die ich aktiv rufe. So Leute, jetzt brauche ich euch. Wer ist jetzt gerade der größte Beitrag für dieses Thema hier? Und dann stehen die parat, wie Bodyguards, und machen und tun. Ich muss nur die Absicht formulieren und dann geht's ab. Der Workshop ist am Freitagnachmittag von 3 bis 6 und am Samstag von 3 bis 6. Es ist ein Teil ist Teaching, da lehre ich das, wo wir Übungen machen. Und dann gibt es hinterher noch eine Austauschrunde, wo wir richtig miteinander sprechen können über Zoom-Konferenz, wo wir uns alle sehen und die Leute auch in den Hot Seat kommen, um zu erzählen, was sie erfahren haben, um Fragen stellen zu können auch. Genau. Und das Ganze wird auch aufgezeichnet, falls du nicht an 2 Tagen dabei sein kannst. Ich merke jetzt schon, was das für ein abgefahrener Workshop wird. Der wird ähnlich werden wie das Retreat. Im Retreat waren jetzt das letzte Mal 17 Onliner dabei und die haben genauso von der Insel empfangen, genauso wie die, die vor Ort waren. Ja, ne, Marion? Also die Energie ist der Hammer. So der Hammer. Und ich habe keinen Plan, und das jetzt noch, jetzt komme ich noch mal auf dieses Weibliche.
Ich habe keinen Plan, was wir in diesem Workshop machen. Ich habe ein paar Ideen und ich werde diesen ganzen Workshop auch channeln. Alles, was ich mache, hier, wenn ich mit euch spreche, ich channel das, was ich euch sagen soll. Ich channel alles, was ich in meinen Programmen mache. Wenn ich zum Beispiel auch einen Post lese von einer Kundin, den wir korrigieren sollen, wo wir Feedback geben sollen, ich channel das, was das hohe Selbst von diesem Kunden, von dieser Kundin jetzt hören kann, um das zu optimieren. Ich mache alles in Anbindung und ich bringe euch das bei, wie ihr das auch machen könnt. Also es gibt dann auch immer ein paar Fallstricke, wo du in deine alten Matrixmuster reinverfallen kannst. Manchmal, wem geht es von euch so, dass er denkt, kommt das jetzt aus meinem Ego, weil ich das so will? Oder kommt das wirklich durch mich durch, dass du das nicht auseinanderhalten kannst? Das üben wir. Wie du das unterscheiden kannst, das erzähle ich heute nicht, das erzähle ich erst im Workshop. Ne, dass du nicht genau weißt, denke ich mir das gerade aus oder ist das jetzt wirklich meine Wahrheit? Und gerade beim Entscheidungen treffen braucht ihr diese Fähigkeit, dass ihr wisst, ob ihr das jetzt unbedingt haben wollt, ob das getrieben ist aus einer Absicht, einer Erwartung, weil du es dir leicht machen willst, oder ob das wirklich hier dein Auftrag ist und du vertrauen kannst, dass du auch mal einen Umweg gehen darfst, um dann doch zum Ziel zu kommen und merkst dann hinterher, oh, das hat total Sinn gemacht. Das sind die spannendsten Geschichten. Genau. Annette, kannst du bitte den Link vom Channel Workshop nochmal hier reinsetzen in den Zoom? Nicht nur in der Facebook-Gruppe. Das wäre total lieb. Annette ist meine Co-Facilitatorin, falls ihr sie noch nicht kennt, im Inner Healer. Danke. Da ist es. Und auch in die Facebook-Gruppe, bitte. Ganz wichtig. Ja? Habt ihr eine Frage, ihr Lieben? Habt ihr eine Frage? So männlich, weiblich? Im Übrigen könnt ihr am besten empfangen, wenn die männliche und die weibliche Seite im Einklang ist. Und wenn vor allem eure Frau dieses empfangende Gefäß vom Mann gehalten wird. Das heißt, wenn du liebevoll mit dir umgehst, wenn du viel in die Natur gehst, dich viel erdest, dann kannst du maximal empfangen. Wenn du drauf schaust, wenn du müde wirst von vielen Arbeiten und von vielen Wollen und vom Hasseln, dass du dein Gefäß immer wieder pflegst, ne, dich entspannst, badest. Ich bade unheimlich gern. Wir machen auch im Workshop Übungen, wie du deine Kanäle reinigst, wie du deine Augen reinigst, wie du das dritte Auge reinigst, die Zirbeldrüse hegst und pflegst, weil von der Zirbeldrüse hängt ab, wie gut du empfangen kannst und wie du dich ernähren solltest, welche Zusatzstoffe du nehmen kannst, dass du noch besser empfangen kannst. Und was du machst, um den Kanal offen zu halten. Und was du auch machen kannst, wenn du Informationen bekommst, vor denen du großen Respekt hast. Wir werden auch Jesus und Maria Magdalena channeln. Wer von euch würde gerne aufgestiegene Meister empfangen können und sie durch sich sprechen lassen? Das ist cool. Leute, als ich den Channel-Workshop meinen eigenen gemacht habe vor Jahren, ich hatte so eine Ehrfurcht. Ich hatte so einen Respekt, als dann plötzlich eine andere Stimme durch mich sprach. Wow, das üben wir auch. Also wie du aufgestiegene Meister channeln kannst. Ich habe mal vor 3, 4 Jahren
Als ich begonnen habe, mit Wesenheiten zu kreieren, habe ich mein Schlafzimmer mit Whitney Houston und mit Michael Jackson gestrichen. Monja, da war ich unheimlich, ne? Oh ja, wollen wir das teilen, Monja? Das war cool. Im Retreat an einem sehr speziellen Kraftort im Zauberwald ist plötzlich eine Wesenheit durch mich aktiviert worden und die hat durch mich gesprochen. Da hatte ich einen ganz strengen Blick. Das war so ein Wächter der Erde. Und er hatte eine Durchsage zu machen an die Teilnehmer, ausgelöst durch eine Frau, die eine Frage gestellt hat. Und das hast du sofort durch die Augen gesehen, dass ich das nicht bin, sondern ein anderes Wesen. Und dir das zuzutrauen und dir das zu erlauben, das zu empfangen und dann auch auszusprechen, was ja ein Riesenbeitrag ist für andere Menschen. Genau, ich hatte Riesenaugen wie eine Eule und viele Falten im Gesicht. Ich war richtig, also als ob ich gealtert war, ne? Also einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Und das macht so Spaß, Leute, wenn ihr euch da reingebt, euch hingebt. Ihr habt auch richtig Spaß damit. Manchmal ist auch ein Kobold in mir drin oder eine Fee oder Mutter Erde spricht durch mich oder der Vulkan. Das ist so spannend, so spannend. Und das müsst ihr nutzen in eurer Praxis, wenn ihr das könnt, wenn ihr darauf Lust habt, dann kommt noch in diesen Workshop. Wirklich. Wir üben das dann auch mal so, dass ihr anderen das hört. Das können wir machen in der Konferenz. Ich kann euch gerne mal ein Foto in die Facebook-Gruppe stellen, wie ich da ausgesehen habe, als das passiert war. Davon können wir noch einen Screenshot machen. Wer hat noch Lust dazu zu kommen? Wer hätte Lust? Ja, ne? Wie die Onliner direkt im Retreat mitgemacht haben, das war so mega. Vor allen Dingen, sie hatten das Gefühl, dass sie mittendrin sind, dass sie mittanzen, dass sie mit sich umarmen. Das war so, so schön. So, so schön. Und zum Teil haben die Onliner noch mehr auch von diesen Orten empfangen, als die Leute, die vor Ort waren, weil die mehr abgelenkt waren. Wenn du online dabei bist, bist du mehr fokussiert. Bin ich auf Facebook noch live? Ich sehe da gar nicht mehr, dass ich live bin. Ihr Lieben, habt ihr noch eine Frage? Sonst gehe ich dann heute in den verdienten Abend, Feierabend, und werde mich jetzt noch schön in eine Badewanne begeben. Morgen habe ich Fotoshooting, darf ich frisch ausschauen. Ich habe morgen Shooting in einem wundervollen Palmengarten. Ich freue mich schon so im Botanischen Garten von La Palma. Ich hätte Lust, wir fahren aber am Wochenende zurück nach Deutschland. Ja, dann guck dir doch die Aufzeichnung an, Karin, dann kannst du genauso üben. Wie unterscheidest du beim Channeln zwischen Hell- und Dunkelkontakten? Ich spüre es einfach. Ich spüre es. Ich weiß es, also ich habe ganz oft bin ich, ich bekomme einfach die Eingebung, dass ich etwas weiß, was gerade passiert und bin da sehr sicher geworden durchs Üben. Ich sehe das auch, also ich sehe Gesichter. Austausch gibt es ja dann auch noch in der Telegram-Gruppe, genau. Ein Baumfan. Ja, Baumfarn. Ich werde unterm Baumfarn fotografiert. Ja, Augen reinigen, damit ihr besser hell sehen könnt. Dafür muss man die Augen reinigen. Was wählst du, wenn der Körper total verspannt ist? Dann mache ich einen Körperprozess. Energize your being zum Beispiel. Baden, mich bewegen. Na, wenn er total verspannt ist. Ich bekomme inzwischen jede Woche eine Massage. Ich habe einen Schurfix mit meiner Masseurin. Ich habe zwei Masseurinnen, eine Ayurveda-Therapeutin und eine
Frau, die massiert mit Energize Your Being. Ich sag's euch, das ist der Hammer. Mit Energize Your Being und Lichtsprache. Die Beate Joy macht das. Und sie massiert mich einmal in der Woche und die andere Woche meine Freundin Birgit, damit ich immer empfangsbereit bin. Unbedingt massieren lassen, also lass dir von anderen Menschen beitragen und beweg dich, mach Yoga, Stretching, Pilates. Gerade wenn wir über 50 sind, brauchen wir ganz viel Muskelaufbau. Und gerade wenn du andere massierst, Karin, nee, Nadine, lass dir beitragen von anderen, du brauchst es. Gerade weil du sehr viel körperlich arbeitest. Okay. Ihr Lieben, ich freue mich. Ich freue mich so auf Freitag. Oh, das war toll. So schön. Schön, dass ihr so lange dabei wart. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ihr könnt sie auch in der Facebook-Gruppe stellen. Ich freue mich auf jeden, der noch bis morgen Mittag reinspringt. Ihr wisst, wenn ihr Bestandskunde bei uns seid, das heißt, wenn ihr den Heilmagie-Intensivkurs gemacht habt, dann bekommt ihr den Channel-Workshop auch für die Hälfte, für 50%. Den Gutscheincode zum Buchen bekommt ihr von eurer Mentorin. Ihr habt ja dann auch alle eine, wenn ihr Bestandskunde seid. Es wird belohnt, wer bei uns Kunde ist. Gibt es immer Geschenke. Und im Übrigen im Retreat, für diejenigen, die überlegen, ins Retreat zu kommen, ich habe noch einen Platz vor Ort im April. Einen einzigen. Und ich weiß, dass hier jemand ist, der auch gerade stark überlegt, sei schnell. Und das ist keine künstliche Verknappung. Die Dana kommt, Carola kommt, ein Ehepaar kommt, dann hat gestern, wie heißt sie, Annette? Gestern hat noch eine Frau gebucht. Ich habe nur 6 Plätze. Mein Haus ist nicht so groß, mein Wohnzimmer. Die vor Ort Plätze sind so gut weg, wie weg. Pia, frag nach. Stell Fragen, Channel. Ist es dir ein Beitrag, hierher zu kommen? Was macht das mit dir? Macht das auf? Macht das weit? Und es kann sein, dass die Annette mir assistiert im nächsten Retreat. Kann sein. Oder die Antje. Mal gucken. Wollt ihr die Annette mal live erleben? Pia, was gibt es denn da zu überlegen? Kann gut sein. Ja, meine Zauberfeen kann man treffen. Kann man. Die weißen Frauen von La Palma sind auch immer mit dabei. Ja. Oh mein Gott. Annette und ich im Doppelpack. Und Annette, wir müssen reden. Wir hatten gestern die Idee, im Energy Call eventuell noch ein anderes Retreat zu machen zum Thema Weiblichkeit. Der Wunsch wurde geäußert. Oh ja, das wird mehr als orgasmisch. Aber woanders, nicht auf La Palma. Oh ja, das wird irre. Ja. Aber wenn du deine Heilfähigkeiten aktiviert haben möchtest, Pia, La Palma, ganz klar. Ganz klar. Ihr Lieben, mehr verrate ich nicht. Ich quatsche immer schon etwas aus, was ich noch nicht mal mit meiner Co-Facilitatorin besprochen habe. Mein Team killt mich, wenn ich den Kunden schon immer Dinge verspreche, von denen sie noch nichts wissen. Ich habe euch alle lieb. Danke, dass ihr so lange da wart. Danke, dass ihr mir so treu seid. Nächste Woche haben wir kein Mittwochs-Live, erst wieder in 14 Tagen. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie in die Facebook-Gruppe und ich freue mich über jeden, der noch reinhüpft in den Channel-Workshop. Ciao, ciao.